Hallo, liebe Zuhörer und Sportbegeisterte. Mein Name ist Oliver Schwandt und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Bei meinem heutigen Podcast, der von Heizung Königs Wusterhausen, ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist Synchronsprecherin Peggy Sander-Naus aus Neue Mühle zu Gast. Unter anderem erzählt sie, welche Sprechrolle von ihren insgesamt 786 ihre liebste ist, einen Fanauflauf beim Essen zusammen mit ihrem Bruder Tim und warum sie in Königs Wusterhausen einen Dekoladen eröffnet hat. Viel Spaß beim Zuhören! Bei meinem heutigen Podcast bin ich zu Gast bei Peggys Dekolädchen in Königs Wusterhausen in der Bahnhofstraße. Peggy Sander-Naus, Inhaberin. Peggy, du bist ja als Synchronsprecherin bekannt, aber wie ist es die Idee entstanden, in KW ein Dekolädchen aufzumachen? Hallo erstmal. Ja, wie ist die Idee entstanden? Ich habe viele Jahre gebastelt, selber Sachen hergestellt über Kerzenständer bis zu Stämmen und, war damit auf Märkten und hab's dann auch mal als Hofverkauf versucht, war aber nicht so optimal. Und dann, also mit dem Laden ist seit Jahren ein Traum und dann dachte ich, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt machen wir ernst. Seit Dezember gehört der Laden? Seit Dezember ist der da. Richtig los ging's mit der Bewerbung um diesen Laden hier, der letzte auf der Bahnhofstraße eben direkt. Auf der KWR-Meile, Einkaufsmeile, ja. KWR-Meile, ja. Genau. Nicht der Kunde, sondern die KWR-Meile. Und dann ging es auf einmal sowas von schnell. Was war hier vorher drin? Ich glaube, hier war ein Kosmetikladen drin und das Ding war auch ewig leer. Dank Corona ist ja nichts passiert. Und dann ging der heiße Kampf los, wer bekommt den Laden zur Miete oder wie kann man sich vorstellen? Ja, genau. Also hier wollen ja immer irgendwelche Burgerbuden oder weiß ich was nicht rein und der Vermieter hat sich dann für den Dekoladen entschieden, was ich auch schlau finde, weil wir haben hier auf der Meile wirklich nur Sachenläden und. So gesehen haben wir hier gefehlt. Es gab hier mal einen Geschenkeladen und der hat geschlossen vor 3 oder 4 Jahren. Und so gesehen sind alle ziemlich dankbar, dass jetzt irgendwie wieder was zum meinen Geschenklein finden da ist. Du sagst es dankbar. Seit Dezember, 1. Dezember gehört der Dekoladen hier. Dir, das Weihnachtsgeschäft konntest du mitnehmen. Wie lief das Weihnachtsgeschäft? Wie haben die KW und die Gäste der Stadt dein Deko-Lädchen angenommen? Gut, richtig gut. Also es kommt jeden Tag noch jemand rein, der sagt, haben wir ja noch nie gesehen. Das ist ja verrückt, wir kommen wieder. Aber bis jetzt hat wirklich jeder hier Freude dran gehabt, der hier reingekommen ist. Weil es dann doch auch mal ein bisschen was anderes gibt. Kommen wir mal zum Sortiment. Wie viele verschiedene Produkte bietest du denn hier an? Und in welchem Bereich geht es jetzt hauptsächlich? Ich sehe viele Badartikel, Flurartikel fürs Wohnzimmer, Accessoires? Na, es ist, also das Grundkonzept ist so ein Landhausdekoration mit Vintage, alles vom Garten über Bad, alles, was ich so finde. Ich habe holländische Händler dabei und die ja immer so schöne, immer wirklich andere Sachen haben. Vom Vintage-Schildchen bis Garten-Vogelhäuschen ist eigentlich irgendwie alles dabei. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dein Lieblingsstück in deinem Laden ist eine Uhr. Warum? Du hast da so eine schöne, alte, altwirkende Uhr? Ja. Von der Optik? Ein kleiner, sieht aus wie ein Wecker in Herzform. Ein bisschen größer als ein Wecker. Wenn es einer wäre, würden uns die Ohren abfallen. Ist es also nicht. Aber der hat eben diesen Rosamunde-Pilcher-Stil mit den Rosen drin und so ein bisschen altbacken und das war das erste Stück, wo ich gesagt habe, oh, ist das schön. Und was ist, wenn dieses Stück jetzt ein Kunde kauft und mitnimmt? Es haben zum Glück schon ganz viele mitgenommen. Und ich habe, also wir hatten nach der ersten Bestellung, die haben wir erstmal alle gleich behalten. Ach, das ist jetzt kein Unikat, du hast davon mehrere. Davon gibt es mehrere. Die sind wirklich vom Händler. Wenn ich die selber könnte, dann würde ich hier nichts anderes drin stehen haben. Ja. Die erste Ladung von den Uhren sind erstmal gleich alle bei uns geblieben. Und dann habe ich nachbestellt.
Dein Laden wirkt ja sehr aufgeräumt, sehr optisch schön. Also ich sehe viele interessante Artikel. Wie viel hast du insgesamt? Weißt du das etwa, wie viele Artikel hier im Sortiment hast? Wenn wir schätzungsweise, wenn wir zählen? Halbe Stunde rum. Na, ich glaube, es dauert ein bisschen länger. Richtig. Wir können nochmal einen Sternenhimmel zählen. Wer gleich. Dadurch, dass so viel Kleinkram auch dabei ist. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist mittlerweile wahnsinnig viel geworden. Wie gesagt, ich habe vorhin schon erzählt, am Anfang war das Schaufenster noch relativ frei und noch viel auf dem Fußboden und so. Und das ist alles durch Schränke mittlerweile ersetzt, die ja voll sind. Im Vorfeld des Ladens hast du mir gesagt, da fehlt noch so ein bisschen Werbung, ein Hinweis für die Kundschaft, weil der ist doch so ein bisschen versteckt hier so im seitlichen Bereich der Bahnstraße. Stimmt, wir sind so ein bisschen zurückgesetzt von der Straße. Deswegen, wir haben ja große Werbe, wie nennt man das? Werbetafeln? Kästen? Leuchtkästen? Leuchtkästen, wo die aber für alle da sind. Also über mir die Naturheilkunde-Praxis, neben mir der Laden. Und einer dieser Kästen wird dann meiner, wenn dann dank Corona mal wieder alle gesund sind und auch mein Werbemann die Folien machen kann. Du sprichst Corona an. Viele Kunden, auch deine Kunden, sind ins Internet abgedriftet. Amazon hat den Markt, die Markthoheit. Wie siehst du den Kampf als Einzelhändler mit den Internetriesen, wo man doch auch viele Produkte teilweise günstiger bekommt als im Einzelhandel? Also ich habe zum Beispiel mal verglichen und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so von Claire und Eve, eine unserer Marken, sind wir teilweise preiswerter als Amazon. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir darum nicht so viel Gedanken. Meine Tochter wollte ursprünglich auch mehr als Online-Geschichte machen, wo ich sage, das sind wirklich Sachen, die muss man sehen, die muss man anfassen und man muss so eine Vorstellung dafür kriegen, wo die bei einem zu Hause hinpasst. Ich glaube, für dich auch ist auch sehr wichtig, der Umgang direkt mit den Kunden, Beratung. Natürlich. Du hast es gerade war Kundschaft hier, du hast beraten, du hast unterstützt. Ich meine, das hat man im Internet nicht. Ich gehe zur Verkäuferin und sage, dieser Artikel gefällt mir, kannst du mir was dazu erzählen? Wo kommt der her? Aus welchen Stoffen ist er gemacht? Und ich glaube, das ist für dich sehr wichtig. Erstmal die Nähe zum Kunden. Ja, und du siehst die Hochwertigkeit ja nicht. Oder ob es ramschig ist oder das kannst du auf den Bildern nicht sehen. Ich kaufe auch viel bei Amazon und Co. Aber dann wirklich Dinge, wo ich weiß, okay, da kann ich jetzt nichts falsch machen. Ja, du weißt ja auch nicht, die Produkte im Internet, die kommen aus China, aus Asien, die Qualität. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, es kommt mittlerweile 90% der Sachen aus China, egal wo du kaufst. Mhm. Also auch unsere Händler, selbst holländische Händler, lassen in China anfertigen, da kommst du nicht mehr drum rum. Nicht ausschließlich, aber. Naja, das wird preiswert produziert. Natürlich. Und davon sind ja wahrscheinlich abhängig. Ja. Du hast es Corona angesprochen, die Leute müssen Mund-Nasenschutz tragen. Wie lief denn der Januar in deinem Geschäft? Naja, der Januar ist erwartungsmäßig immer sehr mau. Der Januar, nachdem wirklich alle shoppingmüde sind nach Weihnachten und wahrscheinlich auch pleite, geht im Januar keiner freiwillig groß los. Also die ersten 2 Wochen waren schon relativ tot, wussten wir aber, war klar. Und jetzt so langsam kommen die ersten wieder und denken auch mal an sich und gönnen sich selber was und ja. Die wenigsten Kunden wissen es eigentlich. Ich komme auch noch auf ein zweites Standbein. Ich glaube, es ist ein Hauptstandbein. Ja, du bist eine sehr bekannte deutsche Synchronsprecherin, hast über 786 Sprechrollen. Echt, ja? Das Internet hat's verraten. Ja, möglich. Und es werden mehr sein, denke ich. Also wenn ich da reingucke, ich finde nicht alle. Wie wird man denn Synchronsprecherin? Also ich persönlich bin Synchronsprecherin geworden, da war ich 4. So, du bist aufgewachsen in Berlin? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, genau. Meine Eltern waren Schauspieler und meine Mutter hat sehr viel synchronisiert und hat mich dann mitgenommen irgendwann und ich habe gesagt, Schauspieler, wie heißen deine Eltern? Meine Mutter ist 80 mittlerweile. Nee, wie heißen die? Ach so, Sander. Sander, meine Mutter Sander Wolter, mein Vater Rüdiger Sander. Hm? Und wo waren die gespielt? Die waren am Kindertheater in der Parkaue in Lichtenberg. Okay. Hm? Und da bin ich eigentlich auch groß geworden. So. Und bin dann eben aber auch mit zum Synchron. Und hab dann da angefangen. Ja, du warst 4. Wie wird man denn Synchronsprecherin? Haben deine Eltern gesagt, Peggy, komm mal mit, wir brauchen hier eine Sprechrolle? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, ich muss mich ja fast nach dem richten, was mir erzählt wurde. Ich war wohl öfter mit und hab irgendwann gesagt, oh, ich möchte es auch mal machen. Und dann haben die mich da auf den Stuhl gesetzt und dann haben wir es probiert und irgendwie muss es mir gelegen haben. Ja. Du hast ja jetzt viele, viele Hollywood-Filme gesprochen. Welches ist dein Lieblingsfilm gewesen in den vergangenen Jahren? Oder deine Lieblingsrolle? Ich meine, Downton Abbey ist sehr bekannt. Du hast auch bei Jumanji mit eine Rolle gespielt. Du hast gesprochen, die Mutter von Moses. Kann sein. In Jumanji, Welcome to the Jungle. Ach, gucke.
Ja, ich habe mich auch bloß im Internet recherchiert und nachgelesen. Weißt du es gar nicht selber? Ach nein, kann man sich doch nicht alles merken. Na, was ist deine Lieblingsrolle gewesen bisher? Sprichst du ja auch viele Schauspielerinnen doppelt oder mehrfach in den Filmen? Ja. Gibt es irgendwie eine Lieblingsschauspielerin? Ich mag die Alex Kingston sehr gern. Die hat, die habe ich das erste Mal gesprochen in Emergency Room. Und da war die auch eine der Ärztinnen und die ist dann über Doctor Who, über Witches spielt sie jetzt gerade. Und die mag ich sehr gern, weil die so natürlich ist und so eine englische rote Locken, ganz natürlicher Typ so. Ich mag die Tiffany Haddish sehr gern, weil das ist so eine ganz verrückte Nudel. Die macht momentan sehr viel Filme über Night School und ach Gott, alles Mögliche. Ich kann es mir wirklich nicht alt merken. Ist zu viel. Na, ist es dein Hauptjob, Synchronsprecherin? Ist mein Hauptjob. Das heißt, du musst wie viele Tage in der Woche in Berlin? Wo findest du statt, das Synchronsprechen? Wir haben ja in Berlin etliche Studios. Also alle, von der Autobahn weg, links, rechts, überall. Von der Oberlandstraße über Hohenzollerndamm, Schöneberg, auf dem EUREF Campus, Steglitz ist die SDI, die ist eine sehr große Firma. Naja, es ist immer mal so. Es kommt immer darauf an, ob ich in der Regie bin oder ob ich gerade schreibe oder ob ich nur spreche. Also im Moment spreche ich nur und dann könnte ich, wenn ich es nicht in irgendeiner Form ein bisschen bremsen würde, könnte man rund um die Uhr im Moment im Studio stehen durch diese ganzen Streaming-Dienste und Wie bekommst du deine Rollen? Da wird gesagt, hier ist ein Film. Kannst du dir die Rolle dieser Schauspielerin vorstellen, in Deutsch zu synchronisieren oder wie läuft überhaupt so eine Synchronisation ab? Die Aufnahmeleiter, die kennen mich mittlerweile ja alle. Mhm. Und jeder hat einen im Ohr und weiß so in etwa, was man, wie man klingt. Und dadurch, dass ich ja mit meiner dunklen Stimme ziemlich eine Nische bediene, ist klar, wenn die dann irgendwie eine schwarze sehen oder dass sie sofort sagen, das ist Peggy. Ja, aber du bist aber nicht farbig. Nein, aber ich klinge sehr farbig. Woher kommt die tiefe Stimme? Ich weiß es nicht. Schon immer so als Vierjährige auch schon so eine tiefe Stimme gehabt? Ja. Nein, natürlich nicht. Erst nach dem Stimmbruch. Es gab Zeiten, da ging auch Schneewittchen. Aber ich bin, je älter ich jetzt werde, umso, aber es ist mir ja recht. Naja, die Stimme klingt ja auch sehr angenehm in meinem Ohr. Passt. Muss ich sagen. Und ich klinge ja privat jetzt hier so mal anders als wenn man Fernseher anmacht. Also ich weiß, dass viele von Freunden, Bekannten und mich nicht erkennen. Wird die Aufnahme noch im Studio bearbeitet? Nee, ich glaube, dass ich mit einer anderen Intensität rede. Wenn du so ein Mikrofon vor der Nase hast, redest du anders. Zu vergleichen mit, wenn die Leute telefonieren, dann kriegen sie auch so eine andere Stimmlage. Dann reden sie in einer anderen Intensität. Ist witzig. Ist mir so, wir haben ja auch lange Gedanken darüber, warum das so ist. Und ich glaube, das ist ähnlich wie mit dem Telefonieren. Dann erzähl doch einmal mal, wie läuft denn so eine Synchronisation ab? Die Schauspieler sprechen erstmal Englisch. Ja. Wer übersetzt das für dich ins Deutsche? Kriegst du denn den Text oder wie funktioniert das genau? Also wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, bin ich ja schon mal ziemlich am Anfang der Kette. Also was schreibst du? Die Dialogbücher, die wir dann auch später aufnehmen. Also du übersetzt vom Englischen ins Deutsche? Nein, das mache ich nicht. Wir kriegen das Originalmaterial. Da gibt es dann eine Conti, sind die Originaldialoge auch in Englisch oder in der Sprache jeweils drin. Das geht dann zum Rohübersetzer. Also jemand, der es vom Englischen ins Deutsche zum Beispiel bringt. Und ich kriege dann die Rohübersetzung. Das heißt, ich kriege es dann so, dass der Sinn stimmt, dass ich weiß, worum es geht und was die da reden. Und dann gucke ich mir das mit dem Bildmaterial an und fange an, Satz für Satz in die Form zu bringen, in die Länge vor allem zu bringen, dass es stimmt. Dass dann aber auch noch der komplette Sinn, den wahrscheinlich ursprünglich mal 20 Wörter, wo man nur 10 Wörter für Platz hat, kriegt. Und dann müssen ja die Labiale immer noch stimmen. Also dass das M mit einem M belegt ist und ein O mit einem O zum Beispiel. Weil wenn jemand den Mund weit offen hat, kann ich dann nicht irgendwann mit einem Labial, also mit einem M oder einem P oder so bedienen. Ja, die Synchronisation des Mundes muss ja auch stimmen. Eben, genau. Gerade im Englischen ins Deutsche, da passen ja die Wörter nicht zusammen. Richtig. Ganz genau. Das ist die große Kunst bei der Synchronisation. Ich glaube, das ist die große Kunst. Dass das irgendwie so aussieht am Ende, als würden die nie anders als Deutsch gesprochen haben. Kannst du nicht alles machen. Aber dass es dann auch noch klingt wie ein normales Gespräch. Wie lange dauert denn so ein Film? Lange mal über 90 Minuten Filmlänge? Bis du ihn im Kasten hast? Also bis ich ihn... Deine Rolle denn?
Als Sprecher jetzt? Deine Sprechrolle. Nein, das kommt ja immer drauf an. Du hast ja 90 Minuten Film. Wie viele Takes hast du, weißt du? Also wir haben im Schnitt 280 Takes am Tag. Die sprichst du aber nicht. Was sind jetzt Takes, musst du sagen? Ach so, Takes sind immer der Abschnitt, den man gerade... Jeder Film oder jede Serie oder jede Folge ist unterteilt in ganz viele kleine Abschnitte. Dass praktisch immer, dass man direkt dahin fahren kann dann und nicht immer sich alles angucken muss oder suchen muss, wo derjenige ist. Und dann hast du so eine Dispo und da steht dann jeder einzelne Take drauf, den du an dem Tag machst. Und dann siehst du nur diesen kleinen Abschnitt halt. Den guckst du, wenn wir jetzt da schon gleich sind, den guckst du dir einmal im Original an, hast dazu ja schon dein Buch, wo du siehst, was du darauf sagen wirst. Und irgendwann ist es ja so ein Automatismus. Also ich sehe, den Original, diesen kleinen Moment und sehe dazu passend im Buch auch den, das ist auch in Takes eingeteilt. Und dann machst du automatisch, dann das nächste Mal ist es dann deins, dann rauf. Guckst du dir denn die Filme selbst bei Netflix, Amazon oder so im Fernsehen an? Oder wenn es abgeschlossen ist, ist das Projekt abgeschlossen, weil du kennst den Film ja schon. Nee, ich kenne ja in dem Moment nur das, was ich selber gesagt habe. Also es gibt wenige Sachen, wenn du das rund um die Uhr machst, irgendwann magst du nicht mehr Fernsehen. Und es gibt wenige Sachen, die ich dann selber gucke, so Handmaid's Tale zum Beispiel, Report einer Magd, das ist eine Serie gewesen, wo ich gesagt habe, die muss ich auch gucken. Das ist toll. Welche Rolle hast du da gesprochen? Ich war die Tante Lydia, die Oberaufseherin der Mädchen, die da geknechtet oder unterdrückt worden sind. Was ist das für ein Gefühl, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und seine eigene Stimme im Fernsehen hört? Ist das ungewöhnlich oder sagt man, das bin ich nicht? Nee, also ganz ehrlich, so nach 40 Jahren nicht oder mehr ist das in Ordnung. Und das passt ja in dem Moment dann auch. Wie ist das Feedback deiner Familie, deines Mannes, deiner Tochter? Die sind ja damit groß geworden. Die kennen das ja nicht anders. Also ist es jetzt schon Alltag geworden bei euch? Das ist so Alltag. Familienalltag. Das war immer normal. Und meine Tochter, mein Sohn sprechen irgendwie auch alle und schreiben auch alle. Und sind. Mein Sohn ist Tonmeister und macht Regie und schreibt Bücher mittlerweile. Meine Tochter ist Cutterin, also die Schnittmeisterin und schreibt auch und spricht auch. Also es ist so normal, weil die ganze Familie ist ja so eingebunden eigentlich. Gibt es eine Rolle, die du unbedingt gerne mal sprechen würdest wollen? Eine Schauspielerin aus Hollywood, sag ich mal? Du sagst, die möchte ich gerne mal synchronisieren. Nö. Du nimmst also das, was kommt. Ja, und die ich spreche, die sind eigentlich wirklich viele, sind toll. Also so die sind ja schon die knackigen, wuchtigen Frauen. Das hat schon was. Ich spreche die alle gerne. Okay, hattest du denn die Möglichkeit, mal einer deiner Schauspielerinnen mal zu treffen, die du synchronisiert hast? Oder gab es da noch keine Gelegenheit, mal nach Hollywood? Nicht. Oder dass die mal gesagt haben, ich möchte meine deutsche Stimme. Ich habe mal, glaube ich, im Friedrichstadtpalast eine Sendung gesehen, die deutschen Synchronsprecher der Olsenbande. Dann kam die Olsenbande mal in den Friedrichstadtpalast und hat dann die Synchronsprecher, gerade so Egon Olsen hat ja so eine markante Stimme. Wenn dann diese BRD-Synchronisation kam früher, dann war es eine ganz andere Egon Olsen-Stimme. Ach, das ist sehr schade. Nee, sowas habe ich leider... Wir waren zu einer Premiere, mal zu einer Filmpremiere, das war für Miss Undercover 2 mit Sandra Bullock. Und meine, die also in dem Moment ihr Gegenstück war oder die zweite Hauptrolle, die war leider nicht mit. Und ansonsten wäre das so die erste Gelegenheit gewesen, mal die Leute live zu sehen. Sandra Bullock war da, aber meine eben nicht. Und das war echt schade. Da konntest du mit Sandra Bullock dich mal unterhalten? Nee, oder? Gar nicht. Ach Quatsch, die steht da, die kommen da auf die Bühne und dann sind die wieder weg. Also, Das ist so ein bisschen ärgerlich, dass dieser Kontakt zu diesen Stars oder Schauspielern nicht so zustande kommt. Ja, das ist schon schade. Irgendwie. Andererseits, ganz ehrlich, ich glaube, ich wüsste vor Aufregung gar nicht, was ich mich unterhalten soll. Ich würde dann dastehen. Na, aber es wäre mal ein schönes Event, wenn man da wirklich mal jemanden treffen könnte, den man auch synchronisiert hat, denke ich. Gerade für dich, die schon 40 Jahre im Geschäft ist. Ja, wirklich. Wie viele Tage stehst du denn im Studio in der Woche? Weil du brauchst ja auch noch Zeit für dein Dekostübchen. Na, mein Dekostübchen ist mit ganz vielen netten Menschen, die hier zugange sind und die arbeiten, so dass ich praktisch einmal die Woche am Ende zusehe, dass ich hier bin, 4 Stunden. Und am Samstag eben immer, weil da sind die Ateliers zu. Und ansonsten bin ich in Berlin unterwegs. Du lebst ja mit deiner Familie in Neue Mühle, also ist ja nicht weit bis zur Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen. Also die Nähe zum Deko-Stübchen ist vorhanden. Ja. Du bist, seit wann lebst du hier in
in Königswusterhausen? Wir sind vor 3 Jahren wieder zurückgezogen. Wir haben davor schon viele Jahre hier gewohnt und dann sind wir ein paar Jahre nach Berlin nochmal gezogen, weil mein Sohn gelernt hat. Den Sohn zuliebe nach Berlin zurückgezogen? Ja, und meine Tochter hat auch da gewohnt, hat ihr erstes Baby und dann wollte ich auch zurück, so. Und dann war das aber alles. Und dann habe ich meine Tochter genommen und dann haben wir gesagt, so, jetzt suchen wir uns hier draußen was. Und mittlerweile sind wir ein 4-Generationen-Haus. Also ich denke, das hat sich bestimmt gelohnt, Berlin zu verlassen. Berlin natürlich. Ist eine tolle Stadt, aber ich glaube, im Dahmeland lebt es sich auch sehr schön. Natürlich. Du kommst von der Arbeit oder von dieser Stadthektik hier raus und hast das Gefühl, du bist im Urlaub. Kommen wir mal, du hast ja die ganze Familie, Sander ist ja im Filmbusiness zu Hause. Du hast aber auch noch einen sehr berühmten oder bekannten, in Deutschland bekannten Bruder Tim Sander. Mhm. Lange Jahre bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt, starb dann den Serientod. Ja. Ja, er wollte denn nicht mehr dort mitspielen, oder? Naja, wollte. Ich glaube, irgendwann, es hat alles so seine Zeit. Das waren so seine Anfänge und dann war er irgendwann ja in einem Alter, wo er sagte, ich möchte eigentlich auch noch ein bisschen mehr machen als nur das. Und nicht über Jahre nur da festgelegt sein. Und ja, dann ging das weiter. Er wollte auch mal eine Hollywood-Karriere starten, das ist nicht dazu gekommen, nee, oder was? So eine Reportage? Also ich glaube, es war mehr oder minder eine Reportage, eine lustige Reportage. Ja. Und ich, also wenn ich mich recht entsinne, es ist ja eine Ordnung. Ich glaube, es war auch so ein Stück weit eine Wette mit Matthias Schweighöfer. Und ich glaube, das war der Joke bei der ganzen Geschichte. Und das war saukomisch, kann man nicht anders sagen. Hm? Dein Bruder stand schon vor der Kamera, du bist jetzt nur hinter der Kamera. Ja. Könntest du dir auch mal vorstellen, vor der Kamera mal eine Rolle zu spielen? Weil du bist ein Typ? Nee, kann ich nicht, weil dann habe ich nicht mehr meine Ruhe. Wärst du so aufgeregt, so nervös? Nee, oder? Dann habe ich einfach nicht mehr meine Ruhe. Die Jahre, wo Tim bei GZSZ war, wir konnten nicht mal essen gehen. Es war ein Albtraum. Und ich kann doch mich da wunderbar überall frei bewegen. Ich kann mich auslassen, ich kann spielen, ich kann machen und tun. Und dann gehe ich da raus und dann bin ich wieder privat. Was heißt Albtraum? Ihr wart essen und er wurde ständig von Fans belagert, ja, Fotos, Autogramme. Wirklich, ja. So schlimm? Es war schlimm. Eine Zeit lang war das echt richtig schlimm. Also so gerade zu GZSZ-Zeiten kann ich mich erinnern, wir waren einmal irgendwie am Potsdamer Platz, wollten da was essen hin. Es war so gut wie nicht möglich. Und das ist schade irgendwo, wenn dein Privatleben dann komplett flöten geht. Du sprichst, es ist schade, aber verstehst du auch die Fans, die denn die Gelegenheit mal nutzen wollen, ihren natürlich. Star zu sehen, Foto total, und Selfie zu erhaschen? Verstehe ich total. Es ist ein schwieriger Spagat, dass es die Fans... Es ist wirklich ein schwieriger Spagat. Aber deswegen, den Spagat muss ich nicht machen, weil... Du möchtest neben deinem, also wenn dein Job erledigt ist, möchtest du privat sein, deine Ruhe haben. Richtig, genau. Aber du wirst jetzt durch diesen Podcast, wirst du auch in KW bekannter als Synchronsprecherin? Ja, aber doch auch... Nicht gleich auf den ersten Blick, weißt du? Mm-hmm. Ist doch immer noch alles gut. Welche Hobbys hast du noch, Peggy? Wie verbringst du deine Freizeit, wenn du nicht im Deko-Stübchen stehst oder Synchronsprecherin bist? Ich glaube, momentan, meine Freizeit ist das Deko-Stübchen. Weil wenn ich tagsüber sprechen bin, dann komme ich nach Hause, dann schreibe ich noch. Dann... Wenn ich dann zur Ruhe komme und mich hinsetze, dann fange ich an, kreativ zu sein. Dann baue ich noch Kerzenständer, schäle Äste ab oder es gibt immer irgendwas zu fummeln. Aber das ist für mich dann runterkommen. Ausgleich neben dem harten Job, also dieses Synchronsprechen. Naja, harter Job, ich meine, der macht ja auch super viel Spaß. Aber es ist, das eine ist eben Kopfarbeit, das andere ist eben wirklich mal nur, da kann ich dann abschalten bei. Aber dadurch... Ja, das ist meine Freizeit. Woher nimmst du die Ideen? Aus dem Internet? Sitzt du da, grübelst, gehst in den Wald und guckst dir Bäume an und sagst, oh, den Ast könnte ich jetzt gebrauchen? Ja. Nee. Diese Kreativität, wo nimmst du die her? Ich weiß es nicht, die ist einfach da, die ist im Kopf. Also die hat, glaube ich, viele Jahre geschlummert. Und ich glaube, angefangen hat es irgendwann dann nochmal mit... Ganz angefangen hat es, wir wollten eigentlich nochmal aus Spaß, wollten wir Reste... zu Weihnachten verbasteln. Und da wurde immer mehr draus. Und dann wurde irgendwann aus einem kleinen Korkenzieherweide-Osterstrauch ein Riesenbaum. Und da wurden dann die Holzarbeiten draus. Und das ist das, wo ich sage, das ist cool. Weil da kann ich handwerken, da kann ich sägen, da kann ich schleifen, da kann ich bohren. Das ist alles so, ja, das ist meine Freizeit. Bist du auch zu Hause die Handwerkerin? Mhm. Also wenn mal, weiß ich, eine Lampe repariert, eine Birne gewechselt, nee, dann übernimmst Strom, du den Part? Nee, an Strom gehe ich nicht ran. Na gut, man kann ja die Sicherung vorher ausschalten. Nee, das ist nicht mein Ding. Strom ist nicht meins, aber der Rest, ja. Wenn es an Tapezierarbeiten geht, Malerarbeiten. Nee, dann machen wir alle die Mutti.
Die Mutti. Na, der Mann guckt zu und sagt, machst du toll. Ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt kannst du es sagen. Jetzt kannst du dich auslassen. Nee, der ist ja gar nicht mehr da. So. Okay. Ja, dann also wir sind ein Frauenhaushalt, mehr oder weniger. Genau. Gut. Kommen wir zum Schluss unseres kleinen Podcasts mal zu den Öffnungszeiten des Dekostübchen. Ja. Wann hast du offen? Wann können dich Kunden besuchen in deinem? Wir sind ganz normal von 10 bis 18 Uhr da, von Montag bis Freitag. Und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Und samstags können dich deine Kunden sogar persönlich hier antreffen und samstags vielleicht. Samstags bin immer ich da. Und kriegen die persönliche Beratung der Chefin. Ja, außer nächsten. Ansonsten bin ich immer da. Genau. Okay. Gut, Peggy, ich danke dir für den Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich danke dir. Ja, und bleib gesund und hab noch viele schöne Rollen als Synchronsprecherin. Ja, ich danke dir. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schwandt.